Okay, Leute, es ist wieder viel Unsicherheit am Markt. Seien es neue Broker-Interfaces, die Reden der Notenbanken oder einfach nur die Verluste, ja, in vermutlich den meisten von unseren Depots. Wir wollen dir in den nächsten Minuten mal unsere Einschätzung zum letzten Quartal in diesem Jahr geben und auch gerne mit jedem etwas in den Austausch treten. Und für mehr individuelle Vorteile, Einblicke und Unterstützung werde jetzt gerne Kanalmitglied. Ja, der September lief mit bisher rund 35.000 Euro Minus. Das Ganze können wir uns einmal anschauen von, ja, hier dem 31. bis heute, ja, sogar minus 45.000 Euro. 46.000 Euro, ja, machen wir es schnell weg, bevor es noch größer wird. Auf jeden Fall mit minus 46.000 Euro weniger stark, allerdings auch weniger schlecht als historisch erwartet. Die EZB hat die Zinsen angehoben, die Fed noch nicht, hat es aber vor, vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht auch nicht. Naja, so entsteht nur mal Unsicherheit bei den Marktteilnehmern und die sehen wir momentan auch an der Börse. Wie kann das Ganze denn jetzt weitergehen? Vorweg, wir wissen es genauso wenig wie du. Wir haben keine Glaskugel, keine Insights. Wir haben nur unsere eigene Meinung, welche wir hier heute mit dir ohne jegliche Anlageberatung teilen wollen. Also, fangen wir mal mit dem ersten Schritt an. Wie war denn das Q4 bisher immer historisch gewesen? Ja, und historisch muss man dazu sagen, du siehst diese Grafik hier. Die letzten 20 Jahre lief es seit, ja, Mitte September bis Mitte Oktober nochmal abwärts. Jetzt sind wir, ja, Mitte, Ende September. Das heißt, historisch könnten wir tatsächlich noch einen kleinen Dip nach unten sehen, wenn wir uns an der Grafik orientieren. Spätestens Ende Oktober sind wir dann aber wieder auf dem Niveau wie aktuell. Und dann haben wir den November und den Dezember mit einer Jahresendrallye, die hier wirklich für den Großteil der Gewinne dieses ja noch sorgen. Ja, es ist eine historische Grafik. Schön und gut. Wie wird das Ganze denn dieses Jahr? Werfen wir mal einen Blick auf den Fear and Greed Index. Der Fear and Greed Index ist momentan ziemlich schwach. Der war vor kurzem noch relativ stark, mit einer Woche vorher bei 10 Punkten mehr. Und ein schwacher Fear and Greed heißt eigentlich, ja, die Stimmung ist nicht gut. Wenn du jetzt antizyklisch handeln willst, dann sind so, ja, der Bereich der Fear, der Angst oder der extremen Angst in der Regel gute Einstiegspunkte. Das hat Warren Buffett eigentlich schon gesagt, sei dann gierig, wenn andere ja, Angst haben und andersrum. Dementsprechend sieht das erstmal gut aus. Jetzt ist die Frage, was kann eigentlich noch negativer werden als die Stimmung, wie wir sie aktuell haben? Ja. Die Einzelaktien. Wir fangen mal an BASF. Bei BASF ist der Ausblick miserabel. Die Geschäftszahlen sollen dieses Jahr extrem schlecht werden. Wir sind mal gespannt, was mit der Dividende passiert. Bei Porsche Absatzprobleme, unter anderem in Asien. Ja, auch hier wird es schwierig. 3M, Sonderzahlungen aufgrund von Gerichtsurteilen, die den Cashflow, den Free Cashflow, die nächsten 4 Jahre belasten sollen. Dividende ist hier eigentlich nicht mehr unbedingt drin. Eine Deutsche Post, hier gibt es Konjunktursorgen, hier gibt es schlechte Rezensionen von allen Leuten. Das heißt, auch bei der Deutschen Post läuft es nicht super. Ganz interessant wird es bei den REITs. Realty Income zum Beispiel mit Zinskampf, wenn die Zinsen erstmal so hoch bleiben, ja, umso länger die Zinsen so hoch bleiben, umso schwieriger ist es unter anderem für Realty Income. Aber gleichzeitig die BDCs, die wir haben, wie Main Street Capital, die von sinkenden Zinsen weniger profitieren würden, ja, die haben momentan auch Schwierigkeiten. Du siehst, es ist fast überall, ja, das lässt sich fast überall etwas Negatives finden. Und jetzt mal die Frage, was ist denn hiervon bereits eingepreist? Wenn wir uns mal das KGV anschauen, dann sehen wir das historische KGV des S&Ps hier. Das ist aktuell normal bis leicht überhöht eventuell, aber das trotz der Lage. Wir haben extrem viel, was uns momentan nach unten drückt und trotzdem ist der S&P, der hält sich hier echt gut aufgrund vom KGV. Und ja, jetzt ist die Frage, was kann passieren? Ja, Rezessionsängste. Wir haben Rezessionsängste. Ja, wenn wir uns jetzt aber hier
Öl- und Gasaktien anschauen, ja, eine Shell zum Beispiel mit neuen Hochs. Wir können euch die Shell hier mal raussuchen und uns das Ganze mal anschauen. Die Shell hatte vor kurzem jetzt gerade neue Höchste. Machen wir mal Jahressicht hier. Wir waren bei über 30 Euro. Das sind die Höchststände. Und das, obwohl die USA bereits argumentiert haben, ihre Reserven aufzubrauchen und dagegen zu schießen. Das heißt, der Ölpreis würde fallen. Dementsprechend würden die Gewinne von Öl- und Gasaktien fallen. Das ist nicht nur eine Shell, die hier momentan sich trotzdem sehr, sehr gut hält. Auch die anderen großen, ExxonMobil, eine Total Energies. Ja, vielleicht primär ein bisschen die europäischen Werte, aber auch die Werte in Übersee, eine Chevron. Die halten sich verhältnismäßig ziemlich gut. Du siehst jetzt also, momentan passiert wirklich einiges und es ist hier echt nicht immer einfach, den Überblick zu behalten, beziehungsweise generell ja einfach einen kühlen Kopf zu bewahren. Wie schätzen wir denn das Ganze jetzt ein? Also ist diesmal alles anders? Nein. Aber, und das Aber ist jetzt hier interessant, wir haben nämlich momentan den Krieg. Corona könnte wieder kommen, die Märkte könnten ja mehr oder weniger auch global in eine Rezession rutschen. Wenn wir uns die Emerging Markets anschauen, die machen uns das Ganze schon ein bisschen vor, wie Wachstumserwartungen ein bisschen reduziert werden. Das heißt, es gibt definitiv noch Abwärtspotenzial. Allerdings kennen wir das meiste ja schon. Ja? Das heißt, wir wissen, dass es so ist, wie es ist. Und in der Börse wird ja meistens die Zukunft gehandelt. Das heißt, der Beginn des Herbst ist für die Börse ja eigentlich immer so mehr oder weniger, ja, kann einfach so ein bisschen, wenn wir uns die Grafik hier vielleicht nochmal kurz anschauen, ja, hier, so der Beginn des Herbstes ist einfach immer schwierig. Jetzt kann es nochmal hier ein bisschen weiter nach unten gehen. Allerdings ist das Thema der Jahresendrallye definitiv nicht vom Tisch. In vielen Bereichen, wie wir es ja eben anhand der Aktie angesprochen haben, kann es auch schnell mal wieder drehen und schon bei den kleinsten News. Das heißt, nur wenn es jetzt heißt, Corona wird dieses Jahr nicht mehr kommen, hey, dann wird ein Teil der Aktien schon mal nach oben gehen. Wenn es heißt, der Krieg ist beendet, ach Gott, wäre ich da glücklich, ja, dann können die Aktien nach oben gehen. Wenn es heißt, ja, wir senken nächstes Jahr die Zinsen, dann kann es hier einfach schnell nach oben gehen. Und das sind die globalen News. Es kann natürlich auch bei einer DHL geben. Ja, hey, wir kriegen jetzt Großaufträge, ja, von Amazon und Co. Dann geht es da auch wieder hoch. Das ist natürlich nur vereinzelt, aber auch so diese globalen News, die es da gerade gibt, die können ja sich schnell ändern. In vielen Bereichen ist es dann so, dass das Ganze nicht unbedingt immer nachhaltig ist. Aber es kann dafür sorgen, dass wir zwischen den Jahren höhere Kurse sehen als aktuell, weil das ist definitiv möglich. Und wir sehen uns in den nächsten Monaten unterm Strich hier ja tatsächlich höher. Das heißt, wir sehen den Ganzen positiv entgegen und bleiben daher auch genau so positioniert, wie wir es aktuell sind. Eventuell lassen wir die Dividenden mal etwas länger liegen. Ich meine, hey, es gibt jetzt 4% Zinsen, ne? Immer noch eine negative Realrendite, aber 4% ist schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt die Frage auch an dich. Was sind deine Aktien, bei denen du dir aktuell nicht sicher bist? Ich meine, wir hatten eben